Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir, wie die App-Überwachungskamera AC80 per App in Betrieb genommen und bedient wird. Zunächst wird die Kamera mit dem mitgelieferten Netzgerät an den Strom angeschlossen. Die grüne Verbindungs-LED beginnt schnell zu blinken. Drücken Sie nun auf die Reset-Taste auf der Kamerarückseite, bis die LED erlischt und danach wieder langsam anfängt, grün zu blinken. Laden Sie sich nun aus dem Play Store oder App Store die App Meine App-Kamera auf Ihr Smartphone oder Tablet. Öffnen Sie im Anschluss die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und verbinden Sie dieses mit dem WLAN-Netzwerk My AppCam. Öffnen Sie danach die App. Über das Plus können Sie über den Punkt im lokalen Netzwerk suchen, die Kamera im lokalen Netzwerk suchen. Wenn die Kamera gefunden wurde, tippen Sie auf die Kamera-ID und geben das Standardpasswort 6x die 0 ein. Sie sind nun lokal mit der Kamera verbunden. Durch Tippen auf das Standbild erscheint die Aufforderung, das Passwort zu ändern. Dieses muss 8 bis 16 Zeichen lang sein und Zahlen und Buchstaben enthalten. Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen. Nach dem Ändern und Speichern des Passworts kann das Live-Bild geöffnet werden. Tippen Sie nun in den Einstellungen auf WLAN-Netzwerke. Wählen Ihren gewünschten Router aus und geben das entsprechende Router-Passwort ein und speichern dies im Anschluss. Die Verbindung zum WLAN-Router wird nun aufgebaut. Sobald die Verbindungs-LED durchgehend leuchtet, steht die Verbindung zum Router. In der App wird dann auf der Hauptseite verbunden angezeigt. Das Netzwerk My AppCam ist nicht mehr verfügbar und Sie sind über Ihren Router mit der Kamera verbunden. Prüfen Sie jetzt die Verbindungsqualität am Montageort, bevor Sie die Kamera montieren. Im Live-Bild besteht die Möglichkeit, über die Lampe ganz oben rechts zu den Strahleinstellungen zu gelangen, daneben zu den Push-Einstellungen und über die Sprechblase zu den allgemeinen Einstellungen. Durch Tippen auf die Lampe links im Bild wird der Weißlicht-LED-Strahler aktiviert oder deaktiviert. Über den Aufnahme-Button rechts im Bild kann eine manuelle Aufnahme gestartet und auch beendet werden. Über die Kamera kann ein Schnappschuss erstellt werden. Über das Bildsymbol können die Schnappschüsse betrachtet werden. Es kann der Ton ein- und ausgeschaltet werden. Und wenn Sie über die Kamera sprechen möchten, tippen Sie auf das Mikrofonsymbol. Bitte halten Sie diese Taste nicht gedrückt. Über das Symbol rechts kann die Aufnahmeliste geöffnet werden. Die Aufnahmen können durch Tippen geöffnet und hier auch heruntergeladen werden. Der Suchzeitraum kann entweder auf innerhalb des Tages, innerhalb einer Woche ab Sonntag, innerhalb eines Monats ab dem 1. oder auf einen individuellen Zeitraum eingeschränkt werden. Bei Bewegungserkennung ist voreingestellt, dass der PIR-Bewegungsmelder aktiviert ist. Ebenso kann der PIR-Bewegungsmelder bei Bedarf ausgeschaltet werden. Die Empfindlichkeit der Software kann individuell für Tag und Nacht in unterschiedlichen Empfindlichkeiten dazugeschaltet werden. Beim Erkennungsbereich sind alle Felder markiert. Das heißt, die Softwarebewegungserkennung findet über das ganze Kamerabild statt. Sie können ja aber auch nur Teilbereiche auswählen, in denen die Softwarebewegungserkennung stattfinden soll. Die PIR-Bewegungserkennung findet immer über das ganze Bild statt. Bei den Aufnahmeeinstellungen ist die Aufnahme nach Bewegungserkennung aktiviert. Diese können Sie hier auch deaktivieren und alternativ einen oder mehrere Zeitpläne erstellen
oder die Dauer der Aufnahme nach Bewegungserkennung ändern. Der Ringspeicher sollte aktiviert werden. Das heißt, bei vollem Speicher werden die ältesten Daten überschrieben. Push-Nachrichten werden standardmäßig immer gesendet, können aber auch deaktiviert oder nur nach Zeitplan aktiviert werden. Der Strahler ist werkseitig nachts nach Bewegungserkennung für eine Minute in maximaler Helligkeit eingeschaltet und es ist kein Timer eingestellt. Diese Einstellungen können Sie selbstverständlich bei Bedarf hier noch ändern. Der in die Kamera integrierte Speicher ist aktiviert. Dieser kann hier auch formatiert oder deaktiviert werden. Auch können Sie in den Einstellungen die Auflösung ändern. Hierbei bedeutet Hoch-, Full-HD-Auflösung, Mittel-HD-Auflösung und Niedrig bedeutet VGA-Auflösung. Das Kamerabild kann entsprechend ausgerichtet werden. Bei Bedarf kann auch die Zeitzone angepasst werden. Standardmäßig ist GMT+1 für Deutschland eingestellt. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen App-Überwachungskamera AC80.